Hier feiern die eigentlichen Wahlgewinner, die Rechtspopulisten der Dansk Folkeparti. Jeder fünfte Däne hat für sie gestimmt, so viel wie noch nie. Sie sind jetzt zweitstärkste Kraft im Parlament und er der neue starke Mann in Dänemark. Parteichef Thulesen Dahl. Ich bin von dem Ergebnis sehr überrascht. Wir haben wahrscheinlich in den großen Städten nicht so gut abgeschnitten, aber das ist ein hervorragendes Ergebnis für die dänische Volkspartei. Und er dürfte mit ihrer Unterstützung Ministerpräsident werden. Lars Løkke Rasmussen von den Liberalen. Und das, obwohl seine Partei mit 19,5% der Stimmen nur drittstärkste Kraft wurde. Nach der Wahl betont er Gemeinsamkeiten mit den Rechtspopulisten. Wir wollen ein Dänemark, in dem wir den Strom von Asylbewerbern kontrollieren können, um Integration sicherzustellen. Damit ein Däne, wenn er jemanden mit anderer Herkunft im Zug, auf der Straße oder bei der Arbeit in die Augen schaut, jemanden ansieht, der Däne sein will. Verliererin ist sie, die amtierende Regierungschefin Thorning-Schmidt. Obwohl ihre Sozialdemokraten mit 26,3% der Stimmen zugelegt haben und stärkste Partei bleiben. Zum Weiterregieren reicht es trotzdem nicht. Gut zu führen heißt auch zu wissen, wann man aufhören muss. Dieser Moment ist jetzt. Auch die EU muss sich nun auf einen neuen Partner einstellen. Und das heißt in diesem Fall wohl auch mehr Gegenwind.